Einen wunderschönen guten Tag hier aus meiner alten Heimat Berlin-Kreuzberg und mein Gast heute, wie angekündigt, der Chef einer neuen Company oder anders gesagt der Chef von Fernopoly. Was ist Fernopoly? Grüß dich, Felix Weth. Ja, schönen Abend. Fernopoly wird ein fairer Online-Marktplatz in Hand der Nutzerinnen und Nutzer. Also ein neues eBay, aber eben als Genossenschaft, kontrollierbar durch die Nutzer und ohne große Investoren, ohne ja, große Profitinteressen, die diesen Marktplatz oder dieses Unternehmen steuern. Du sagst, es ist so eine Art eBay. Was ändert sich durch den Nutzer bei Fernopoly? Ja, es wird halt ein Online-Marktplatz, wo eigentlich jeder alles kaufen oder verkaufen kann, was man möchte. Das ist erstmal ähnlich. Man kann da Dinge verkaufen, anbieten und so weiter, muss eine Verkaufsprovision dafür zahlen, die ein bisschen niedriger ist als jetzt aktuell bei eBay, aber die gibt es auch. Der Unterschied für den Nutzer ist, dass sie, also wenn man jetzt als Käufer sich umschaut, dass wir probieren, interessante Produkte auf den Marktplatz zu bringen, kleine Nischenprodukte, die man nicht so leicht findet, fair gehandelte Dinge, die auch cool sein können, ja, von denen es echt spannende Dinge mittlerweile gibt. Und die nebenbei auch noch dahinter eine faire Geschichte haben, was ich persönlich sehr nett finde, wenn ich irgendwie weiß, okay, dafür wurde jetzt niemand ausgebeutet und auch kein Wald zerstört und auch kein Fluss vergiftet. So, das finde ich ganz schön und es gibt da eben spannende, interessante Dinge, von denen man so im Alltag sonst gar nichts mitkriegt. Die Idee zu diesem Marktplatz ist hier in dieser Kneipe entstanden, hier draußen in der Sonne. Wie kam es dazu? Wie kommt man auf die Idee zu sagen, ich mache ein neues eBay nur fair? Ja, die Idee hat sich natürlich schon über eine längere Zeit entwickelt. Also ganz ursprünglich saß ich zusammen in Uganda in der Hauptstadt mit einigen Korruptionsbekämpfern und wir haben überlegt, okay, wie kann ein Netzwerk von eben Korruptionsbekämpfern finanziert werden, von jungen Menschen, die sich gegen Korruption einsetzen. Und da kam dann die Idee, okay, gründen wir doch ein eigenes Sozialunternehmen, das Gewinne macht und von diesen Gewinnen kann man einen Teil dafür nutzen, eben das Netzwerk zu finanzieren. Das hat sich dann weiterentwickelt und ja, als ich dann hier im September 2011 in der Sonne saß, habe ich darüber nachgedacht, wie man mit unternehmerischen Mitteln es gleichzeitig hinkriegen kann, viele verschiedene faire Initiativen oder gute Initiativen zusammenzubringen und denen auch so eine Plattform zu bieten. Ja, und da lag dann so ein neues eBay gar nicht so weit weg. Also, weil viele von den Dingern sind ja schon Konsumgegenstände oder Gegenstände, die man im Alltag braucht. Aber viele von diesen Initiativen entwickeln das, neue Wege, das zu machen, Upcycling und so weiter. Die an einem Marktplatz, an einem Ort zusammenzubringen und gleichzeitig diesen Marktplatz auch so aufzubauen, dass das ein ganz allgemeiner Marktplatz ist, wo jeder vorbeikommen kann, der jetzt auch nicht nur für diejenigen ist, die sowieso schon extrem nachhaltig orientiert sind. Die Idee ist da halt so ja, ganz grob zusammengekommen. Also die Idee, wir bauen jetzt einen eigenen, wir versuchen irgendwie langfristig so einen eigenen Wirtschaftsraum aufzuziehen, in dem man sich so langsam reinentwickeln kann. Also ich höre nicht gerade raus, dass ihr das jetzt so 4 Jahre macht und dann für 1,2 Milliarden an irgendeinen Konzern verkauft und euch ein paar Yachten davon kauft. Was sagen so BWL-Typen, die du dann triffst? Die sagen ja immer so idealistisch und fair und so weiter, da bist du nicht ein guter Businessman. Ist das so? Also wir sind ja zum Glück ein großes Team mittlerweile und da haben unterschiedliche Leute, bringen da unterschiedliche Qualitäten mit, was sehr gut ist. Und wir haben einige, die sehr viel mehr noch darauf achten, dass im Detail die Dinge auch stimmen, als ich das vielleicht kann. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wir versuchen, alternative Formen von Unternehmen aufzubauen und auch glauben, und ich glaube das persönlich, dass das möglich ist, ja, dass man Unternehmen auch so aufziehen kann, dass es keine großen Investoren gibt, die dann daran noch reicher werden und dass es auch nicht immer so laufen muss, dass diese ganze Idee, okay, das Geld geht da rein und dann will das Geld sich vermehren, dass das die einzige mögliche Strukturierung für ein Unternehmen sein kann, sondern es gibt ja sowas wie Genossenschaften und Fernopoly ist eine Genossenschaft, wo die Nutzer Mitglieder werden können, ganz günstig, für 50 Euro ist man dabei.
eine Genossenschaft kann erstmal so nicht verkauft werden, weil, und speziell wenn man da so viele Mitglieder hat, wie wir es anstreben. Das heißt, auch dieser ganze Druck ist weg, ja, dass man es irgendwie weiterverkaufen will oder könnte. Und das Business lastet auf vielen, vielen, vielen Schultern. Ja. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Jetzt bin ich Zuschauer und sehe das und da erzählt mir jemand, er macht jetzt einen fairen Marktplatz. Was ist mein konkreter praktischer Nutzen, wenn ich da jetzt sofort drauf gehen möchte? Ja, das Schöne ist eben, dass man weiß, okay, das Modell dahinter ist fair. Ich mache damit jetzt nicht irgendeinen US-Konzern oder irgendeinen Riesenkonzern noch ein bisschen reicher, dadurch, dass ich da bin. Und gleichzeitig weiß ich auch, das Ding ist nach innen fair strukturiert. Bei uns wird die Geschäftsführung von den Mitarbeitern gewählt. Das heißt, es gibt eine automatische Kontrollfunktion. Ja. Es kann gar nicht so völlig ausarten, wie es in manchen Beispielen leider ausgeartet ist, dass einfach Mitarbeiter ausgebeutet werden oder Subunternehmer dann Mitarbeiter ausbeuten. Da probieren wir durch wirklich das Festnageln von Prinzipien in die Satzung von dieser Genossenschaft und durch eine Kontrollmöglichkeit, durch Nutzer und durch Transparenz, das einfach von Anfang an auszuschließen. Und ich glaube, dass das viele auch wertschätzen, das Unternehmen dahinter. Also dafür haben wir jetzt schon sehr viel Rückhalt erfahren und viele Leute haben genau deshalb da mittlerweile auch schon Geld reingesteckt, also in die Genossenschaft eben Anteile gekauft. Was man als Nutzer auch davon hat, ist, dass wir, statt die Leute noch mit weiterer Werbung zuzuballern, ihnen versuchen, Informationen zu geben zu nachhaltigem Konsum, verantwortungsvollem Konsum, fairen Alternativen. Man lernt einfach mal Dinge kennen, auf die man so nicht kommt. Das finde ich auch sehr wichtig. Und das, glaube ich, haben wir auch schon gemerkt, dass das Leute zu schätzen wissen, weil es halt so viele kleine, spannende Produkte, Dinge, Initiativen gibt. Ich glaube, da ist ein Bedarf. Ja, wir stellen halt fest, dass da viele Leute... Also es freut mich, dass es jetzt Fernopoli gibt in dieser monopolisierten Wirtschaft, in der wir leben. Du hast vorhin gesagt, Uganda, Korruptionsbekämpfung. Du hast nicht nur einen Marktplatz jetzt gemacht, sondern vorher vor allem dich engagiert. Also vom Aktivist zum Unternehmer. Wie kam es dazu? Also was hast du die letzten Jahre dann gemacht und wie steht das noch in Verbindung mit Fernopoli? Tja, also... Um mich zu weit aufzuholen, ich hatte einen Doktorarbeit angefangen im Bereich Korruption und Demokratie und bin darüber dann bei Transparency International reingerutscht, erstmal als Praktikant, habe da mich sehr viel mit Korruptionsbekämpfung auseinandergesetzt und dann das Bedürfnis gehabt zu sehen, okay, es gibt so viele Aktivisten, die sich einsetzen, die wirklich tolle Arbeit machen, gerade junge Leute, wie kann man sich untereinander vernetzen, auch gerade unter jungen Leuten? So dass man da gemeinsam stärker wird. Und dann ganz konkret bin ich dann losgezogen, nach Kapstadt geflogen, von da aus mit dem Bus weiter bis nach Südsudan und habe versucht, so viele Aktivisten wie möglich zu treffen und zu diskutieren und zu gucken, so, okay, wie kann man so ein Netzwerk aufbauen. Glücklicherweise war zwischendurch noch eine große Konferenz in Nairobi, wo ganz viele Leute aus der ganzen Welt da waren, also auch aus Asien und Nord- und Südamerika und aus anderen Ländern, Europa und so weiter. Was dann nochmal dem Ganzen noch internationalere Komponente gegeben hatte, konnte ich dann mit sehr vielen Leuten darüber sprechen. Daraus ist halt diese Idee entstanden, so ein Netzwerk aufzuziehen und wie gesagt, dieses Netzwerk dann mit einem eigenen Unternehmen zu finanzieren. Spannend. Also ich werde das sehr wach mitverfolgen in den nächsten Monaten. Vielleicht sehen wir uns dann wieder und du erzählst, wie es jetzt weitergegangen ist mit der ganzen Geschichte. Ich stelle zum Schluss immer drei Begriffe in den Raum und bitte um drei kurze Assoziationen dazu. Okay. Erstens Reichtum. Ja, Reichtum, also finanzieller Reichtum, glaube ich, wird völlig überschätzt in unserer Welt und ist eher ein Konstrukt, was die Menschen unter Druck setzt, als dass es irgendwem richtig viel bringt. Und man kann natürlich Reichtum auch irgendwie anders auslegen als Reichtum an Leben oder Lebensfreude. Und da, glaube ich, bringt Geld dann gar nicht allzu viel. Da braucht man vielleicht eine finanzielle Grundlage und das war's. Ja. Zweitens, Business. Ja, das klingt schon wieder sehr, ist halt ein Anglizismus und es klingt wieder sehr nach durchgestriegelt und so weiter.
Es gibt halt mittlerweile dieses Konzept vom Social Business und das finde ich sehr gut, dass man versucht, das, was bei unternehmerischen Mitteln, weil ein Unternehmen an sich ist ja keine böse Sache und das ist ja auch nicht irgendwie mal kurz so konzipiert worden, sondern über lange Zeit gewachsen, so dieser ganze Ansatz vom Unternehmertum, dass man das nutzt, um wirklich auch Probleme anzugehen und soziale Veränderungen zu erreichen, finde ich total gut. Insofern kann Business auch positiv besetzt sein, auch wenn es ein bisschen schleimig klingt, durchgestrichen. Dritter und letzter Begriff ist Wachstum. Ja, auch ein interessanter Begriff. Klar, der Wachstumszwang, den sich unsere Volkswirtschaften auch erlegen, den halte ich auch für falsch. Ich glaube, dass der sehr viele negative Konsequenzen hat, weil auch ganz viel aus den Augen rückt, was eigentlich für Menschen relevant ist und durch dieses Wachstumskriterium an den Rand gedrängt wird, was nicht im Sinne der Menschen ist. Ich glaube trotzdem, dass Wachstum als Idee erstmal nicht schlecht ist, auch Pflanzen wachsen. Ich glaube, wenn positive Initiativen wachsen, ist das eine ganz tolle Sache. Es macht ja auch Spaß, Dingen beim Wachsen zuzusehen. Man sollte nur das Menschliche und die Natur und andere Dinge, die einfach relevant sind, nicht dabei aus den Augen verlieren. Ich danke sehr, Felix, für das Gespräch und bis bald. Ja, gerne. Bis bald auch euch, meine lieben Abonnenten. Und ja, auf Fernopoli gehen, lasst uns handeln. Und bis zum nächsten Mal.